So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge. Nachdem wir letztes Mal so ein bisschen was gemacht haben, werde ich diesen Part endlich anfangen, wie unser Gras abzuernten. Anzufangen abzuernten. Es ist ein bisschen mehr, als ich zuerst dachte. Ich muss mal gucken, wo eigentlich das Schneidwerk ist. Passt das überhaupt hier mal dran? Passt das an dem Fiat? Nein, der Fiat ist dazu nicht ausgelegt. Das heißt also... Aber wir brauchen noch ein Schneidwerk. Wir haben ja bisher kein Gras gemacht. Das heißt, erstmal müssen wir den Fiat tauschen. Gegen Varro. Den müssen wir aber auch umbauen, weil der hat nämlich noch dieses Frontgewicht dran. Also wird jetzt ein bisschen viel, was wir jetzt noch machen müssen. War am Anfang nicht geplant und es war auch nicht geplant, dass der noch bis auf die Straße zurückrollt. Scheiße. Der Fiat ist zwar langsam, aber der, so an sich hat er bestimmt viel Zugkraft. Es geht ja Zugkraft nicht nach der PS, sondern Zugkraft ist ja wieder was anderes, glaube ich, wenn ich richtig überlege. Aber erstmal, wie gesagt, herzlich willkommen wieder zurück. Wir werden auch nur mit dem Stilagen anfangen. Wir werden die Schafe doch noch nicht holen. Auch wenn wir das Geld jetzt haben dafür. Wir werden erstmal mit Stilagen anfangen. Weil ich ja hinten jetzt das Gras gepflanzt habe. Und die frischen das frische Saatgut jetzt noch nicht wegwerfen möchte dadurch. Ich will das Geld behalten. Oder vielleicht den Kredit besser zurückzahlen. Und den hier wahrscheinlich um. Oder wie teuer ist ein neuer? Der wird auch nicht gerade billig sein. Angebot haben wir bestimmt nichts. Ne, wird ja auch so nicht mehr angezeigt. Mittelgroße brauchen wir. Ja, da sind wir schon bei 78. Gucken wir mal, ob wir den umbauen können. Vielleicht hat er ja auch Radgewichte, die man reinmachen kann. Konfigurieren. Aufbau. Konfiguration. Standard. Ach, das ist... Front ab. Kann der überhaupt... Nee, kann er gar nicht dran machen. Scheibenkleister. Das heißt also für uns, wir müssten, weil er hat zwar Frontgewicht, aber ohne Frontgewicht hat er keine Klauenkupplung dran. Das heißt also für mich, Mistgesagt, Spinner, Striegel, Mähtechnik. Dass wir statt den hier zum Beispiel holen, obwohl den gibt es ja auch, den können wir ja auch. Also statt den hier müssen wir uns einen anderen holen. SB1000. Ist das ein Trecker? Ein SB1000? SB1000, nee, ist also kein Trecker. Also ein von den beiden. Sieht man ja auch sich hinterher, aber ich weiß eben nie. Komm, wir holen uns den hier. Kaufen. Für 16.000. Hoffen wir mal, dass es passt. Das ist kein kleines Ding, muss man sagen. Das ist schon ziemlich groß.
So, an sich passt er. So, dann werden wir einfach mal ein bisschen Gras mähen. Angefangen bei unserem alten Grundstück. Also wir können ja hier vorne können wir anfangen. So an sich ja gar nicht mehr so schlecht, der ist ziemlich breit, wir müssen eben bloß immer auf dem Felde fahren. Also jetzt im Moment Felde. Können hier ein bisschen geradeaus durchziehen. So. Immer dran denken, wir müssen mit dem Anhänger hier lang fahren. So. Und weiter geht's. Man könnte sich auch noch ein Dings holen, ein Sporter. Falsch. Wann ist er? So, unten jetzt ist er an. Dem zu hoch hier, okay. Der ist zwar runtergefahren, aber die von der Kippung her ist es ein bisschen zu viel. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, gucken, ob wir es so mitnehmen können. Ich weiß nicht, wann ich den Part begonnen habe. Möchte ich sehr gerne noch fertig kriegen und mit dem Silo holen. So. Ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und wir werden das im nächsten Part hier noch einsammeln und dann war's das? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menus World. Ciao, ciao.